herzlich willkommen in Ingolstadt, Süd, in der Heimatstadt eines gewissen Herrn Seehofers. Das müssen wir aber hier nicht haben, sondern wir haben Tischtennis in Buxheim. Da hat ein Herr Spät das Sagen und der macht das traumhaft gut. Den könnte ich mir als bayerischen Ministerpräsidenten richtig gut vorstellen. Aber dann würde er uns beim Tischtennis fehlen. Traditionell, jetzt schon seit einigen Jahren, hier nicht nur das ganz große Tischtennisturnier, der Edeka Cup, der meines Erachtens fast noch ein Hauch besser oder mindestens genauso gut besetzt war, zumindest was die Spitze anbetrifft, wie diese bayerischen Meisterschaften, weil es dann natürlich sogar wieder außerhalb Bayerns gab. Aber hier jetzt heute am zweiten Tag, am Finaltag, am Sonntag, 21. Januar 2018. Geht's ans Eingemachte. Viele unglaublich starke und sympathische Spieler. Leider, mir bricht das Herz, schon ausgeschieden. Die sind noch dabei. Und zwei Spieler aus dem Verein, bei dem ich mich fast schon heimisch fühle, 25 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, wird unglaublich gutes Tischtennis gespielt, zweite Bundesliga, TV Hüppolstein. Da haben wir hier quasi den Garanten für die bisherigen Erfolge oder einen der Garanten, Dr. Nico Gnost. Und den, der es in der Zukunft vielleicht mal richten soll für die Zweitligamannschaft, Hannes Hörmann. Die haben sich bei dieser bayerischen Meisterschaft im Doppel gefunden. Und das finde ich einen wunderschönen Zug vom Nico, dass er das durchzieht hier. Und bislang top erfolgreich. Habe eigentlich noch kein Doppel gesehen, wo sie richtige Schwierigkeiten hatten. Schauen wir mal, wie das hier läuft, denn in jeder Runde werden die Gegner erwartungsgemäß besser. Und Max Heeg schlägt auf, war in seiner Jugendzeit U18 immer in Bayern ganz oben. Ich bilde mir ein, ich habe da viele auf YouTube, wo er gerade bayerischer Jugendmeister wird. Naja, und über den anderen muss ich gar nicht reden. Mikey, hallo. Da sitzt der Papa. Die kennt man, Titel ohne Ende, schon in allergrößter Jugend. Der ist erst plus minus 14, der Mikey. Mal sehen, wie stabil er das jetzt wegsteckt, dass er vor wenigen Minuten in einem atemberaubenden Spiel gegen Daniel Rinderer 4-2 verloren hat. Wenn der Einsatz kippt und einige Sätze waren da schon sehr eng, dann würden die vielleicht jetzt noch den siebten Satz, den Entscheidungssatz rausspielen. Aber er darf dem gar nicht lang hinterher trauen. Er muss schauen, dass er hier sich im Doppel schadlos hält. Und da ist man mit 1-0 in Führung gegangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und jetzt kommt der Ausgleich. Dringendst um Rat fragen bei dem ohne Ende erfahrenen Ex-Internationalen aus Hungary, Ungarn,
Schalt, hallo. Der hat ja eine ganze Tischtennisschule, eine Talentschmiede. Da sind ja viele große Stars unterwegs oder Nachwuchsstars von morgen. Lernt dort Tischtennis in Kolbermoor mit seiner sehr sympathischen Gattin Nicole Born. Hallo. Und natürlich vielen anderen wilden Geistern. Ingo Haumer sorgt auf seine Weise für eventuellen Tischtennis-Nachwuchs? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, also, 1-1 steht's. Immer unter Vorbehalt meiner schlechten Augen hier. Mittlerweile auch eingetroffen für die Finale einer der besten Tischtennisfotografen Deutschlands. Fotografiert nicht nur Tischtennis. So, wenn er Zeit hat, probiert er auch fotokünstlerische Sachen. Sehr interessant. Unbedingt auf seine Homepage gehen. Auf Facebook ist er, glaube ich, unter Good Photos zu finden. Notfalls auch mal bei mir auf Facebook nachfragen. Da haben wir einen großen Bild. Darf schon mal. Wie heißt die Seite, wo man dich findet? www.goodphotos.de. So schaut's aus. Also kann ich nur unbedingt empfehlen. Erik Thomas, www.goodphotos.de. Also gerade für Tischtennisfreunde ist das ein Schatz ohne Ende. Golden Memories, goldene Schnappschüsse von diesem sehr sympathischen. Und das sind ja hier nur die kleineren Kamellen, was er hier fotografiert. Der hat ja alle Weltstars schon mal vor seiner Linse gehabt. Bei Europameisterschaften, bei German Open etc. So, die Hilfsmittelsteller kommen hier zuerst etwas besser ins Spiel. Also wenn man davon absieht, dass sie den ersten Satz verloren haben, sind sie jetzt am Drücker, aber es ist noch nichts entschieden. Sieht noch 2-1 aus. Wird sich der alte Fuchs Christ nicht mehr nehmen lassen. Bei 7-2 Führung. Ab und zu noch etwas zaghaft, aber wer will ihm das übel nehmen? Der Hannes Hörmann. Mit 14 Jahren, da stand ich noch an irgendwelchen Gartenzäunen und habe neidisch geschaut, wie irgendwelche Leute im Hof Tischtennis spielten. Selber Tischtennis spielen oder gar Verein war noch nicht dran zu denken. Ganz abgesehen davon, dass ich ja eigentlich Tennisspieler werden wollte, aber da war schon gleich überhaupt kein Geld dafür da. Das war damals ein sündhaft teurer Sport. Da hätte die Aufnahmegebühr für den Verein schon ein Monatsgehalt meines Vaters verschlungen. Aber zurück zum Spiel. Mike Holler auf Hannes Hörmann. So, und da war er jetzt voll dabei, der Hannes. Und nicht nur richtig gut mitgespielt, sondern auch dann den Endschlag angesetzt. Also er kann das. Das ist eher noch ein bisschen schüchtern. Respekt. Das kann einen Menschen durchaus auszeichnen, dass man die St-
Stärke des Gegners sieht, erkennt, akzeptiert und respektvoll damit umgeht und nicht blindwütig meint, man ist der Größte. Aber im modernen Tischtennis natürlich gilt die Regel, wer zuerst zieht, wie im Wilden Westen. Druck, Druck, Druck. Und damit vielleicht sogar noch einen Hauch mehr als im Einzel. Schaut gut aus. Vier Satzbälle für die beiden Hibberer. So, jetzt kann er sich trauen. Mindestens noch zwei Bälle. Ist nicht mehr nötig. Zweimal kurz geschubst. Einmal davon ins Netz. 2:1 für die TV Hildburgstein. Neue Tipps von John Tolle an den Sohnemann und an Maxi.